Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Kuhstall TV. Heute soll das nur ein kleines Video sein. Und zwar haben wir die 100 Abonnenten erreicht. Da erstmal nochmal ein riesen Dankeschön an euch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das dieses Jahr noch schaffen. Aber wir haben es geschafft. Ne, beziehungsweise ihr habt es geschafft. Dafür möchte ich ja mich bedanken mit einer Kleinigkeit. Erstmal natürlich werden noch weitere Verlosungen kommen und in dieser Verlosung werde ich ein ETHER 2 DLC verlosen, und zwar das Viva la France DLC. Das ist ein Karten DLC. Man sieht hier, welche Städte dann hinzugefügt werden. Und einer von euch hat halt die Chance, dieses DLC zu gewinnen. Ja, ich habe mir hier so Notizen gemacht. Wie kann man bei der Verlosung mitmachen? Als erstes müsst ihr natürlich den Kanal hier abonniert haben. Weil die Verlosung soll natürlich nur für meine Abonnenten sein, als Dankeschön. Dann müsst ihr dieses Video kommentieren, warum ausgerechnet ihr jetzt gewinnen solltet beispielsweise, und ihr müsst das Video liken. Diese drei Sachen, wenn ihr diese gemacht habt, seid ihr automatisch dabei. Die Verlosung geht bis zum 26.12. und am 26.12. wird ab 21 Uhr ein Livestream gestartet, und in diesem Livestream wird der Gewinner dann halt mit Zufallsgenerator ermittelt. Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ja, wie gesagt, das ist die erste Verlosung hier auf diesem Kanal. Es werden natürlich noch weitere Verlosungen folgen. Umso mehr Abonnenten da sind, umso größere Verlosungen werden natürlich folgen. Ja, das Video geht jetzt 2,5 Minuten. Ich will es auch gar nicht unnötig strecken. Ja, wie gesagt, ETS 2 DLC. Ist wahrscheinlich nicht für jeden etwas, aber in der nächsten Verlosung wird dann wahrscheinlich was für alles 19 kommen, oder. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alle viel Glück. Und ja, wie gesagt, am 26. endet die ganze Verlosung. Und ich bin selbst mal gespannt, wer von euch gewinnt. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Glück. Und dann sehen wir uns oder hören uns spätestens im nächsten Livestream. Damit verabschiede ich mich und ciao.